Ich habe mein Gewissen geprüft und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich mich persönlich korrekt verhalten habe. Das ist jetzt keine Lebensbeichte von mir über meine anwaltliche Tätigkeit. Nein, das ist die Selbsteinschätzung des Kölner Kardinals Wölki in der Affäre um den Missbrauch, den ein damals Düsseldorfer Pfarrer, bei dem Wölki selbst Praktikant war, gemacht haben möchte. Und man stellt sich schon die Frage, ob wir jetzt uns rechtlich so weit bewegt haben, dass die persönlich subjektive Einschätzung das subjektive Gewissen über geltendem Recht steht. Ich möchte an dieser Stelle nicht verschweigen, dass laut einer Mitteilung von katholisch.de wohl auch Rom keine Fehlverhalten von Wölki sieht, wie auch man würde da ja einem System weiter Vorschub leisten, das ja bereits jetzt die katholische Kirche an den Rande des Wahnsinns und des Kollapses gebracht hat. Aber wo wollen wir da hinkommen, wenn wir immer die Gewissen der Täter befragen? Roland Freisler hat sicherlich vor jeder Entscheidung, Menschen zu vernichten, sowohl empathisch als auch tatsächlich sein persönliches Gewissen und seine Führertreue befragt. Auch ein Mengele war sich in seiner tiefsten Glaubens- und Gewissensprüfung darüber im Klaren, dass seine Testungen unmenschlicher Art mit Vernichtungslust natürlich vollkommen in Ordnung waren. Auch der Mauerschießbefehl, darin war sich die ganze DDR-Elite einig, war nach einer persönlichen Gewissensprüfung sicherlich notwendig. Auch die schwarzen Kassen von Helmut Kohl sind einer, ja, Gewissensprüfung sicherlich anheimgefallen. Eine persönliche Schuld konnte keiner von diesen je erkennen. Ich könnte euch jetzt Stunden, Tage, Wochen, Monate lang Beispiele bringen. Die Frage ist doch, hat die katholische Kirche denn das letzte Pfeifen nicht gehört? Ja? Lasset die Kindlein zu mir kommen. Dieser Satz aus dem Neuen Testament wird für mich immer perverser, je öfters ich über dieses tatsächliche Verhalten einer kranken Institution nachdenke. Natürlich kann kein Bischof etwas für das Fehlverhalten seiner einzelnen Schäfchen, ja, aber wir müssen uns einmal überlegen, wen wir schützen. Und da heißt es nicht nur politisch einmal Verantwortung bekennen, sondern auch dasjenige, was Papst Franziskus mehrfach eingefordert hat, die persönliche Verantwortlichkeit der Hirten. Ja, in moralisch-ethischer Art und Weise. Das eigene Gewissen, die Entwicklung der Würde des Menschen, die das Grundgesetz in dieses wunderbare Land eingeprägt hat, ja, die soll nun konterkariert werden, indem ein übergeordneter moralischer Standard zu einer persönlichen Gewissensentscheidung, also einer eigenen Entscheidung eines Kardinals, Bischofs, Menschen, Mörders, Kinderschänders herabdiskreditiert wird. Für mich muss ich ehrlich sagen, dass das nicht die katholische Kirche ist, deren Glaubenslehren ich gerne folge. Das ist letztlich nur noch ein alter Männerverein, der ja die Zeiten verkannt hat und versäumt hat, rechtzeitig umzukehren. Wie seht ihr diese Diskussion? Diskutiert es mit mir unten in den Kommentaren. Eure Meinung interessiert mich.